zu den Gynäkologen. Ja, in dieser Fachgruppe, meine Damen und Herren, gibt es ein Unternehmen, das man, wenn Sie so wollen, den FC Bayern der Pharmabranche nennen kann, nämlich Jena Pharm. Das Unternehmen aus Thüringen ist absoluter Rekordmeister. Bisher holte es 9-mal die goldene Tablette. Und jedes Mal stand Lothar Fischer hier auf der Bühne. Wird er auch diesmal kommen? Hier ist die Antwort. Bayer Healthcare belegt Platz 3 mit 4% aller Stimmen. Runner-up ist MSD mit 5,3%. Und wo ist Jena Pharm? Da natürlich, wo sie hingehören. Auf Platz 1 mit 30,5% der abgegebenen Stimmen. Ja, das ist ein klares, unmissverständliches Votum. Die goldene Tablette geht auch in diesem Jahr an Jena Pharm. Und ich freue mich auf Lothar Fischer. Er ist bei Jena Pharm verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Außendienst. Schön, Sie zu sehen. Aber Sie kommen auch gerade aus dem Urlaub, Mensch. Bin ich der Einzige, der arbeitet? Nur auf dem Fahrrad? Ich war nur im Saarland, in meiner Heimat. Ach, schön. Aber da hat auch die Sonne geschehen. Ja, es war vor allem dieser Endspurt des Sommers. Ja, ja, richtig. Normalerweise haben wir uns immer zu Beginn der Veranstaltung gesehen, gell? Ja, ich habe heute auch gedacht, was ist los? Ja, wir haben das ein bisschen umgestellt. Im vergangenen Jahr 44,7% und in diesem Jahr 30,5%. Oh, warum fangen Sie mit dem Negativen an? Weil es schon fast unanständig ist, 10-mal hintereinander die goldene Tablette zu gewinnen. Nein, das ist Lohn. Das ist Lohn der Arbeit. Das ist die hohe Anerkennung, die unsere Mitarbeiter dadurch erfahren, die Pharmareferenten, die sich mit Herzblut draußen um die Ärzte kümmern, die Wissenschaft verbreitern und vor allen Dingen auch das Unternehmen Arztpraxis. Also das Kern Thema auch in der heutigen Zeit. Neben all diesen Punkten, die Sie gerade genannt haben, mit der entscheidende Grund ist sicherlich der Erfolg der Pille, die Jena Pharm herstellt. Marktanteil 32,4%. Aller unserer Pillen. Aller. Richtig. Ist es nicht eine spezielle? Nein. Okay. Wir sind Marktführer. Okay. Mit einer Pille, das ist richtig. Das sind diese 32,4? Nein. Okay. Sie verzeihen mir, dass ich bei Pillen nicht so viel Ahnung habe, oder zumindest bei dieser Pille. Wir können uns auch vielleicht das nächste Mal über Testosteron unterhalten oder stellen über... Stellen Sie es auch her? Oder über den PDE5-Hemmer, also das wird vielleicht im nächsten Mal klappen, auch in der Urologie. Jetzt bräuchte ich diesen Red-Face-Spiegel, wo ist er? Sie haben das noch zum Schluss, einen neuen Chef, nämlich Dr. Michael Raps. Welche Veränderung hat das mit sich gebracht? Keine, er gehorcht. Das ist schön. Doch, er lässt sich führen. So soll es sein. Ja, und das finde ich sehr lobenswert. Mit anderen Worten, die Voraussetzungen für die 11. goldene Tablette sind geschaffen. Nein, ich möchte noch was korrigieren, ja, weil Sie mich so angekündigt haben. Ich bin verantwortlich für den Vertrieb und für den Servicebereich. Marketing, wir haben einen Marketingleiter, weil alles auf einen Schulter, das geht nicht. Also von daher nicht so viel der Ehre. Das galt es der Ordnung halber noch hinzuzufügen. Ja, das war mir wichtig. Ich darf Ihnen ganz herzlich nochmal gratulieren. Vielen Hier Dank. Hier ist Ihre goldene Tablette. Dankeschön. Dankeschön.